So, liebe Damen und Herren, es geht weiter. Bitte nehmt wieder Platz, nehmt gerne ein Getränk. Auf den nächsten Gast freue ich mich ebenfalls sehr. Laura Blatte von der RWTH Aachen. Sie hat im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr bildliches Thema mitgebracht, nämlich die Frage, warum sollten Studierende eigentlich visualisieren lernen? Ihrer Annahme nach sind gerade Visualisierungen im Lehr- und Lernprozess enorm wichtig oder, wie sie sagt, ein mächtiges Werkzeug. Allerdings gibt es anders als zum Beispiel beim Schreibtraining ihrer Meinung nach noch viel zu wenig Unterstützungsangebote beim Thema Visual Thinking. Was genau damit gemeint ist, erfahren wir jetzt. Und damit begrüße ich sehr herzlich Laura Blatte. Bitte komm zu mir auf die Bühne. Ja, hallo hier in Bochum und natürlich auch online. Ich freue mich jetzt über Visual Thinking zu sprechen, also genauer gesagt über die Frage, warum es sich lohnt, dass Studierende das Visualisieren lernen. Wenn wir uns anschauen, wo wir in der Hochschule so unterwegs sind, dann denkt man ja eigentlich, dass es ja schon eine sehr multimodale Welt ist, in der wir da unterwegs sind. Also die Wissenschaft an sich liebt Bilder. Wir lieben auch Sprache, ja, tue ich als Sprachwissenschaftlerin auch. Aber da gehören auch immer irgendwie Bilder dazu. Es gibt Diagramme, es gibt Schaubilder und so weiter. Das ist daraus nicht wegzudenken. Auch die Welt der Didaktik, also die Lehr-Lernmedien, die wir den Studierenden an die Hand geben, sind multimodal. Also Stichwort Multimedia Learning. Auch da denken wir Bilder ganz selbstverständlich mit. Was meine ich jetzt also, wenn ich sage, da gehört noch was dazu? Die Frage ist, wo lernen denn die Studierenden vielleicht auch selber zu visualisieren? Denn wir wollen sie ja für die Wissenschaft ausbilden und auch alle Lernmedien sind vielleicht nicht vollständig visuell dargestellt. Wo können wir also diese Kompetenz noch vermitteln? Das heißt, für heute in diesem Vortrag möchte ich zum einen 5 Gründe aufzeigen, weshalb es sich lohnt, dass Studierende das Visualisieren im Studium lernen. Und ich möchte einen ersten Einblick geben, wie so ein Training aussehen kann. Also wir sind an der RWTH gestartet mit einer Exploration eben von dem ersten Ansatz von so einem Training und da möchte ich heute ein bisschen draus berichten. Wir starten natürlich erstmal mit der Frage, was meine ich denn eigentlich mit Visualisieren? Weil erfahrungsgemäß denkt jeder von euch und Ihnen hier im Raum gerade an was völlig Unterschiedliches. Manche denken an Datenvisualisierung und andere an sowas wie Infografiken. Was meine ich also? Wenn man in die Literatur guckt zum Lernen mit Visualisierung, dann lernt man, Visualisieren ist das Erstellen einer statischen, räumlich-visuellen Repräsentation zu Lehr- und Lernzwecken. Das sagt einem erstmal noch nicht so viel, dann deswegen dazu direkt nochmal ein Bild. Sagen wir lesen einen Text und dann wollen wir was vergleichen und wir wollen das in der Visualisierung für uns selber zusammenfassen. Also sagen wir wollen Äpfel mit Birnen vergleichen, dann könnte da vielleicht sowas bei rauskommen. Und das wäre jetzt eine mögliche Variante von dem, was ich mit einer Visualisierung meine. Das beinhaltet, wenn wir uns das mal anschauen, zum Beispiel Bilder, aber auch andere Elemente, zum Beispiel auch sowas wie Text, also das würde ich auch sagen, ist kein Gegensatz. Auch Schriftsprache ist ein visuelles Repräsentationssystem, das kann da durchaus mit reingehören. Aber auch sowas wie Strukturelemente, also sowas wie Container, also dieser Rahmen, der da drumherum ist, aber auch Pfeile, Farben und so weiter gehören mit dazu. Und aus diesen Elementen, also Text, Bild, Strukturelementen, die dann räumlich bedeutungsvoll angeordnet sind, daraus ergibt sich das, was ich Visualisierung meine. Das muss nicht immer alles beinhalten. Also es könnte auch zum Beispiel einfach eine Mindmap sein, die wirklich nur Text mit Strukturelementen beinhaltet. Auch das wäre eine Visualisierung. Aber das beschreibt vielleicht mal die Form von dem, was ich damit meine. Viel interessanter ist ja aber eigentlich immer die Funktion. Also was wir dabei machen, wenn wir so eine Visualisierung erstellen, ist, wir identifizieren und bilden visuell ab Elemente und die Beziehungen zwischen ihnen. Und jeder, der sich ein bisschen mit der Formalisierung von Wissen und Informationen auseinandersetzt, sieht jetzt direkt, das ist ein super Tool für die Arbeit mit Wissen. Und was, wenn nicht das, machen wir eigentlich in der Wissenschaft und auch im Studium? Aber um das noch ein bisschen genauer auszuführen, jetzt eben diese Frage, was sind 5 Gründe, weshalb es sich lohnt, das Visualisieren zu lernen? Wir starten mit dem ersten, der so am eingängigsten ist, deswegen vielleicht auch am wenigsten spannend, nämlich Bilder werden besser erinnert. Das
hat wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal gehört. Das ist schon fast so eine Volksweisheit. Ja, an Bilder erinnere ich mich immer besonders gut. Das heißt, wenn ich etwas als Text oder eben als optimalerweise Text und Bild präsentiere, erinnere ich mich an Letzteres besser. Das nennen wir den Bildüberlegenheitseffekt. Kennen wir seit den 70er Jahren, ist also nichts Neues und ist ja auch das, was wir eben benutzen, wenn wir Lernmaterialien für die Studierenden multimodal, also zum Beispiel auch mit Bildern bereitstellen. Also das ist irgendwie noch nichts Neues und ist kein vollständiges Argument dafür, dass die Studierenden das selber lernen sollten. Aber es spielt auf jeden Fall mit da rein. Ich kann mir also selber Bilder schaffen, an die ich mich dann auch besser erinnere. Gehen wir also weiter. Was macht das Selbstvisualisieren noch Besonderes? Es schafft Tiefe. Wenn ich also zum Beispiel einen Text lese und mir dann aus diesem Text eine visuelle Zusammenfassung, zum Beispiel wie gerade über das Obst, dann erstelle, dann bedeutet das, dass das eine aktive und tiefe Verarbeitung bei mir hervorruft und eine aktive Verknüpfung mit meinem Vorwissen. Also es ist ein aktiver Konstruktionsprozess, der dabei angeregt wird. Und wie Ainsworth und Scheiter das formulieren, there is no passive way to draw. Also ich kann nicht oberflächlich weg vom Inhalt bleiben, wenn ich diese Art von Visualisierung erstelle. Also das zwingt mich quasi, tiefer in den Inhalt reinzugehen. Und das ist ja was, was wir beim Lernen auch wollen. Man sieht das auch, wenn man das dann sich in Studien anschaut und wirklich als Lerntechnik testet. Also da kann eben dieses visuelle Zusammenfassen durchaus mithalten mit anderen Techniken, beispielsweise der verbalen Elaboration, also dass man sich zum Beispiel eine sprachliche Zusammenfassung eines Textes erstellt. Da kann das Visualisieren mithalten oder es in bestimmten Fällen auch sogar überlegen. Das heißt, als Lerntechnik kann es da gut helfen. Was man auch mitdenken muss und was dann auch in solchen Studien immer wieder berichtet wird, auch von den Teilnehmenden, ist natürlich, das erhöht auch den Cognitive Load, also die mentale Beanspruchung, die wir dann beim Lernen erleben. Ja, also Visualisieren ist auch anstrengend. Ich will mich ja eigentlich auf den Text konzentrieren und dann bin ich da plötzlich mit Bildern und Pfeilen und dann Planung, was jetzt wohin kommt und so weiter beschäftigt. Zum Teil ist das gewollt, also das ist auch sozusagen kognitive Last by Design. Ich will ja mir bestimmte Fragen stellen, aber es kann eben auch von der Aufgabe ablenken im negativen Sinne und das muss immer mitgedacht werden. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Das Visualisieren unterstützt die Reflexion über ein Thema. Wenn ich jetzt über meinen Studieninhalt mir also meine Visualisierung erstelle, dann muss ich mir dabei bestimmte Fragen stellen. Dazu leitet mich dieser Prozess des Visualisierens, wenn ich es richtig mache, eben an. Zum Beispiel, wie verstehe ich den Inhalt eigentlich gerade? Ja, also wir gehen in der Wissenschaft sehr oft mit sehr abstrakten Kategorien um. Die Wissenschaft besteht ja an vielen Stellen daraus, dass wir uns die ganze Welt in immer größeren und kleineren Kategoriensystemen versuchen abzubilden. Und da kann das Visualisieren einen besonderen Blick drauf werfen. Denn die Sprache ist besonders gut, sehr abstrakte Kategorien auch abzubilden. Ja, sowas wie Kommunikation, ja, ist ein super Oberbegriff, aber was meine ich denn eigentlich damit? Und in dem Moment, wo ich das als Bild fassen muss, muss ich konkreter werden, sonst kann ich es nicht bildlich darstellen. Also als ein Beispiel für eine Übung, die ich mal in einem Workshop mit einer Gruppe von KommunikationswissenschaftlerInnen gemacht habe, die haben alle das Gleiche studiert, und dann fragte ich, visualisiert doch mal Kommunikation. Und da kam dann zum Beispiel sowas bei raus, aber zum Beispiel auch sowas. Also im ersten könnte man sagen, das hat was mit Medien zu tun, vielleicht auch technisch vermittelte Kommunikation, und das zweite ist interpersonelle Kommunikation. Beides unter diesem Oberbegriff, aber sobald ich das in ein Bild fasse, muss ich konkreter werden und mir Gedanken machen, was davon meine ich denn gerade, sonst kann ich es nicht darstellen. Das ist manchmal hinderlich, also Icons sind auch manchmal echt nervig, manchmal gibt es auch keine guten für eine Kategorie, dann ist Sprache besser, aber manchmal ist genau das super, weil es mich eben zwingt, darüber nachzudenken, was ich gerade meine, statt oberflächlich einfach nur das Wort zu übernehmen. Es bringt mich außerdem dazu zu fragen, verstehe ich die Inhalte denn gerade schon gut genug, um sie zu visualisieren? Also dann habe ich meine Elemente identifiziert und will das irgendwie zu Papier drängen und denken so, ja, dann tue ich die einfach nebeneinander, keine Ahnung, wie die sich zueinander verhalten. Das heißt, das kann mir auch ein Feedback erlauben, dass ich gerade noch nicht gut genug verstehe, was der eigentliche Inhalt ist und nochmal weiter beispielsweise lesen muss. Das heißt, diese Funktion zum Self-Monitoring als ein wichtiges Element eben im selbstregulierten Lernen ist auch eine wichtige Funktion. Ja, und der Umgang mit abstrakten Inhalten und eben ein sehr stark selbst angeleiteter Lernprozess sind auch wiederum Eigenschaften des Studiums. Und auch da können Visualisierungen auf besondere Art und Weise unterstützen.
Nummer 4, Visualisieren schafft eine Art Extended Brain. Also diese Idee des Extended Mind haben wir in der vorletzten Präsentation gerade interessanterweise schon gehört. Das heißt, sowohl in individuellen als auch in kollektiven Prozessen, also in Gruppenprozessen, schafft es mir sozusagen so einen externen zusätzlichen Speicherplatz. Also ich muss nicht alles, womit ich mich gerade beschäftige, aktiv im Arbeitsgedächtnis behalten, sondern ich kann sozusagen was vor mir zwischenparken. Ich tue das mal dahin und dann komme ich später wieder darauf zurück. Das kann an der Stelle dann Cognitive Load verringern. Also in dem Moment, wo ich weiß, das ist jetzt da, ich muss das nicht aktiv im Gedächtnis behalten, kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Also das nennen wir dann Computational Offloading. Ich kann dann, wenn ich das vor mir sehe, eben mit meinem eigenen Wissen auch interagieren. Das ist spannend für Planungs- oder auch Entwurfsprozesse, so wie wir es gerade beim Design Thinking auch gehört haben. Und besonders spannend ist das eben auch für Gruppenprozesse. Also da bilden Visualisierungen oder sie können bilden einen gemeinsamen Bezugspunkt für einen gemeinsamen Verständigungsprozess. Also als ein Beispiel, im Visualisierungstraining haben die Studierenden dann irgendwann die Aufgabe, sich gegenseitig ein Konzept aus dem Studium zu erklären, also fachfremd. Und sie haben ein paar Minuten Zeit, der anderen Person ein Konzept aus dem Studium zu erklären. Und dabei benutzen sie spontan Visualisierung, wie sie es gerade möchten. Und dabei entstehen immer total spannende Szenen, die man dabei beobachten kann. Also beispielsweise hat zuletzt ein Student einem anderen sein Bachelorarbeitsthema dargestellt. Also wirklich die Einleitung, die Motivation. Also sehr, sehr abstrakt. Und hat quasi gesagt, mein Thema besteht aus der Komponente und hier, da geht es um Kreislaufwirtschaft, es geht um Ressourcen und die Welt, in die die wieder einspeisen. Und dann nahm plötzlich der andere den Stift und sagte, ja, ja, und dann gibt es auch hier außerdem noch die Komponente und malte dann selber in das Bild noch mit rein. Und sagte der, ja, ja, das ist richtig, aber mein Bachelorarbeitsthema ist nur hier und malte quasi in diese Karte dann so eine Abgrenzung rein. Das heißt, die beiden haben quasi wirklich in einem sehr anspruchsvollen fachlichen Verständigungsprozess, interdisziplinär auch noch, zusammen eine Karte ihres gemeinsamen Verständnisses entworfen und dann darin das Bachelorarbeitsthema abgesteckt. Ja, das heißt, auch für solche abstrakten Themen kann das total hilfreich sein, sich auch gemeinsam eben zu verorten. Und damit sind wir jetzt schon mittendrin im wissenschaftlichen Arbeiten und das ist mein Punkt 5. Visualisieren ist Teil akademischer Kompetenzen. Also es ist eben nicht nur etwas, was uns unterstützt, so wie ich es gerade in Punkt 1 bis 4 eben genannt hat, sondern man braucht nur in sowas wie Hochschulqualifikationsrahmen zu schauen, wo dann sowas vorkommt wie Strategien zum Umgang mit Wissen und der Gestaltung von Lernprozessen sollen wir im Studium lernen. Ja, also Punkt 1 bis 4, die wir gerade hatten. Aber auch Kommunikation und Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen, also auch auf Master-Level dann auch wissenschaftsexternen Zielgruppen, sind Kompetenzziele, die in diesen Hochschulrahmen formuliert werden. Und auch da können Visualisierung zusätzlich zur Sprache, also mir geht es nie darum, das zu ersetzen, aber eben als ein weiteres Tool total wertvoll sein. Also konkret sowas wie Stichwort Wissenschaftskommunikation, ja, wie können wir sehr abstrakte Inhalte verständlich auch für andere Zielgruppen darstellen, auch da geht das dann hin und dann ist es wie gesagt nicht mehr nur Werkzeug, um einen Prozess zu unterstützen, sondern es ist auch wirklich eigentlich Inhalt der Qualifikationsziele, also es ist ein gewünschtes Lernergebnis eines Studiengangs, Visualisierung erstellen und bewerten zu können. Je nach Fachrichtung ist das natürlich zum Teil auch mitgedacht, aber was ich eben immer meine, ist diese übergreifende Kompetenz, die eben über die fachspezifischen Ausprägungen von Visualisierung hinausgeht. So, das waren jetzt 5 Gründe, weshalb ich denke, dass das wertvoll ist und weshalb es sich lohnt, das zu lernen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie macht man das? Denn der Titel klingt ja wie eine Aufforderung an Studierende, lernt das mal. Aber eigentlich ist dann natürlich unsere Aufgabe als Hochschulen, solche Angebote bereitzustellen. Und da möchte ich jetzt nochmal im zweiten Teil einen Einblick geben, was wir in Aachen gerade machen. Unser Visualisierungstraining ist momentan unter dem Projekttitel Sketch als eine kleine hochschulinterne Förderung im sogenannten Exploratory Teaching Space verortet. Und wir haben momentan ein ganztägiges Studientraining mit einem Fokus auf dem Visualisieren als eine Lern- und Studientechnik. Das heißt, die Studierenden können in diesem Kontext außerkurrikular Trainings wählen, zum Beispiel zu verschiedenen Lerntechniken, zu Zeit- und Selbstmanagement und momentan dann jetzt eben auch zu Visualisierungstechniken. In diesem Training verschränke ich verschiedene Ansätze miteinander. Zum einen geht es eben wirklich ganz um praktische Anwendungsmöglichkeiten,
nahe Fertigkeiten und gleichzeitig eben auch um Theorie und Austausch. Gucken wir erstmal auf die konkreten Techniken. Also ich will natürlich in so einem Training was mitgeben, was man dann direkt auch anwenden kann, wo man rausgeht und sagt, das kann ich jetzt neu, das mache ich jetzt mal direkt. Das heißt, ganz klassisch, wir malen zum Beispiel kleine Bildchen miteinander. Also wir malen diese kleinen Icons, um genau diese Idee von, ich bin ja jemand, ich kann nicht zeichnen, ne, das machen besser mal die anderen, das eben abzulegen und eben über so eine ganz niederschwellige Heranführung an sowas zu ermöglichen, dass die Studierenden auch direkt ein Erfolgserlebnis haben. Man macht, wir bilden dann eben Icons aus so kleinen Grundformen. Also falls jemand von Ihnen schon mal so ein, zum Beispiel auch im Bereich der Flipchart-Visualisierung so ein Training gemacht hat, kennen Sie das vielleicht auch. Wir fangen also wirklich mit Strichen an. Ja? Nichts ist banaler als einen Strich zu machen, aber auch da kann man schon mal gucken, wie mache ich das denn motorisch eigentlich? Ja? Mache ich das mehr so aus so einer ganz kleinen Schreibbewegung raus? Dann werden die Linien, sobald ich die länger machen muss, ein bisschen wackelig. Ne, vielleicht mache ich das eher aus dem Handgelenk heraus, vielleicht eher aus dem Ellenbogen, kann man einfach mal ein bisschen ausprobieren. Dann arbeiten wir uns langsam über sowas wie Grundform weiter vor und wenn man die dann zusammensetzt, strategisch, dann entstehen kleine Bilder daraus. Und das eben zu erleben, wie banal das eigentlich ist, so ein Bild zu erstellen, ist total spannend und macht total Spaß und bietet eben sofort so ein kleines Erfolgserlebnis. Das lese ich dann auch im Feedback, ja, diese Erkenntnis, dass auch sowas wie ein Icon eben nur aus ganz einfachen Linien und Formen besteht. Jetzt will man natürlich aber noch weiter gehen als diese konkreten Techniken. Und ja, mit ein bisschen Theorie-Input, aber auch einem gemeinsamen Austausch irgendwie hin zu einem Verständnis kommen, was die Studierenden ein bisschen flexibler macht, dieses Werkzeug eben für sich jeweils auch anzupassen. Und wir sprechen dann über Visualisieren ja, im Sinne einer sozusagen einer Psychologie des Visualisierens. Was meine ich damit? Es geht eben darum, dass Visualisieren eher ein Prozess ist, als dass es uns um das Produkt geht in dieser Situation. Ja, also wenn ich das vielleicht veröffentlichen möchte später, dann ist das ein bisschen eine andere Situation. Aber wenn ich das eben nutze, um meine eigenen Lernprozesse, Verstehensprozesse, Problemlöseprozesse zu nutzen, dann ist das einfach Werkzeug und es ist sehr prozessorientiert. Und da hängen dann bestimmte Überlegungen mit zusammen. Also zum Beispiel, wenn die Studierenden dann diese kleinen Bausteine mit der Zeit im Training entwickelt haben. Ja, wir haben kleine Bilder gemalt, sie haben dann auch eine Übung, wo sie nochmal eigene Bilder konkret für ihr Studium entwickeln und üben. Dann lernen wir, wie man so eine Struktur zusammensetzen kann und planen kann, Rahmen, also Container und Pfeile zusammensetzen kann und so weiter. Dann ist ja irgendwann die Frage, okay, da muss ich es jetzt mal zusammenbringen und anwenden. Und dann ist eine Übung, dass ich den Studierenden einen Text ausgebe und sage, stellt euch vor, das wäre ein Text fürs Studium. Lest den und visualisiert den, als wäre das ein Text fürs Studium. In Wahrheit ist es ein Waffelrezept, weil wir ja mal ganz einfach anfangen. Und dann ist es 10 Minuten lang mucksmäuschenstill, während Studierende, zum Teil im fortgeschrittenen Mastersemester, ein Waffelrezept visualisieren. Und wirklich am Ende noch um Minuten feilschen, doch noch ein bisschen länger dran sitzen zu können. Ich komme mir immer vor, als würde ich eine Klausur wegnehmen wollen am Ende. Aber was man bemerkt ist, obwohl das so einfache Bausteine sind und das Waffelrezept ja auch wirklich banal einfach ist für jemanden, der bald einen Master in Chemie hat, es ist mucksmäuschenstill im Raum, höchste Konzentration und es ist richtig aufatmen, wenn es dann durch ist. Denn Visualisieren ist anstrengend. Also was wir eben in den, was ich eben als Cognitive Load ja schon beschrieben habe, ja, das erlebt man dann wirklich, sobald man dann im Training voller Tatendrang dann auch mal rangeht, das auszuprobieren. Deswegen machen wir das dann auch im Training schon mal, um dann auch genau das zusammen zu besprechen. Ja, das ist anstrengend. Ja, das ist anspruchsvoll. Ja, ihr managt total viele Aufgaben da gleichzeitig. Macht euch über Farben Gedanken und Formen und Bilder. Und dann ist hier noch die Information, um die es mir ja eigentlich geht. Und Moment, habe ich jetzt nicht was vergessen. Jetzt ist das Blatt voll. Puh, so. Das heißt, das muss man, um diese Frustration mit ich kann das nicht abzuwenden, auch in so einem Training dann mal austesten und dann auch gemeinsam besprechen. Ja, und dann merkt man auch, allen geht das so. Und das ist auch einfach anstrengend. Und das ist auch okay. Und dann überlegen wir eben, was Strategien sind, also wo das zum Teil gewollt ist und wo es eben auch Strategien gibt, das ein bisschen abzufangen. Verbunden damit, Visualisieren ist also auch immer was, was ich zu einem bestimmten Zweck einsetze. Das heißt, mit so einem gesunden Pragmatismus, ist das gerade was ist, was mir hilft? Ja, dann benutze ich es. Wenn es mir nicht hilft, kann ich auch was anderes benutzen, Sprache zum Beispiel. Und
dahinter steckt immer eine gewisse Offenheit. Ne? Also ein echter Prozess, da weiß man am Ende manchmal noch nicht so genau, wo das einen hinbringt. Und auch darauf muss man sich ja auch einlassen. Ne? Das ist am Anfang anstrengend und ein bisschen überwältigend. Aber auch das ist so schön im Präsenztraining. Man merkt eben direkt, das ist bei allen so. Bei allen kommen unterschiedliche Ergebnisse raus und die leisten auch jeweils was Unterschiedliches, diese Ergebnisse. Und darüber kann man sich dann auch wieder austauschen. Damit verbunden, es geht eben nicht nur um konkretes Wissen, konkrete Fertigkeiten, sondern eben auch um diese Haltungskomponente. Ich nutze das einfach mal, ich teste aus. Wenn das am Ende nicht aussieht, ist auch okay. Hilft es mir was, dann nutze ich es. Ich frage am Ende in einem Fragebogen immer, das ist meine Lieblingsfrage, was bleibt dir denn von heute besonders in Erinnerung? Wenn man da so ein schönes Schlaglicht bekommt, was bei den Leuten Eindruck gemacht hat. Ich lese dann immer wieder, dass es Spaß macht. Das freut mich natürlich. Und das ist auch, glaube ich, wenn es darum geht, eine neue Fertigkeit zu entwickeln und eine neue Kompetenz, total wichtig. Dann liest man auch sowas wie, ich habe Pfeile für mich wiederentdeckt. So, das steht jetzt einfach mal stellvertretend dafür, dass wirklich jede Person was Individuelles daraus mitnimmt. Auch total konkrete einzelne Beispiele jeweils. Es ist immer banal, das dann festzuhalten, zu sagen, jede Person, die in so ein Training kommt, ist sehr anders, aber jede Person, die in so ein Training kommt, ist sehr anders. Und alles, was man machen kann, ist wirklich ein breites Set an Angeboten machen und dann zündet bei jeder Person ein bisschen was anderes. Visualisieren als eine Möglichkeit, was tief zu verstehen, lese ich oft. Also auch diese Idee der Verarbeitungstiefe besprechen wir und kann man vor diesem Hintergrund sehr gut auch diskutieren. Was mich dann zum Lachen gebracht hat, ist der Kommentar, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Das mit dem Goldfisch. Das spielt auf ein Beispiel an, wo wir eben über Bilder gesprochen haben und wie Bilder was darstellen. Das ist ein Fisch, das ist ein Goldfisch. Also wenn man einen Fisch gelb anmalt, dann lesen wir das als einen Goldfisch. Also wir testen eben auch wirklich sehr viel aus. Warum funktionieren denn manche Sachen als Bilder und warum auch nicht? Ja, also immer mit dieser Überlegung, das ist ein Zeichensystem, was für bestimmte Dinge gut funktioniert und für andere auch nicht. Und ich kann einfach austesten. Und es ist wirklich jedes Mal total spannend und es macht total Spaß mit den Studierenden da in diese Diskussionen. Wenn sich diese Diskussionen da gemeinsam entspinnen und die Studierenden wirklich super Beobachtungen machen und ein total tolles Verständnis an den Tag legen für Bilder, aber auch für dafür, wie das eben in Lernprozesse und kognitive Prozesse eingreift. Kommen wir zum Fazit und Ausblick. Da ich hier schon die 5 Minuten angezeigt bekomme. Wir sind momentan, wie gesagt, in einem Ganztagestraining. Das bedeutet zum einen, es ist überfachlich und wir sind wirklich quasi mit einer Gruppe in einem Prozess, aber es sind sehr, sehr unterschiedliche individuelle Ausgangspunkte. Das merkt man wirklich immer wieder. Und das Zweite, so ein Ganztagesworkshop ist auch anstrengend. Wir haben das jetzt erstmal als Format gewählt, weil es für uns eben ein sehr schönes, kompaktes Format ist, was wir eben auch schnell iterieren können, um jetzt am Anfang einfach mal ein bisschen auszutesten, was funktioniert, was hilft, welche Übungen funktionieren. Aber der nächste Schritt wäre, das ein bisschen zu entzerren und beispielsweise auch ein Stück weit zu flexibilisieren, zum Beispiel auch über Tutorial-Videos, sodass man zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte gerne ganz viele Icons lernen, dann das über die Tutorial-Videos zum Beispiel auslagern kann und andere können sich zum Beispiel auf eher strukturierende Techniken konzentrieren. Das Zweite, was noch auf der Agenda ist, ist eine engere Verknüpfung mit dem Studium. Also es ist zwar ein überfachliches Training, aber gleichzeitig will man natürlich, dass der Bezug zum Studium hergestellt werden kann. Und das ist bei einigen Fächern total einfach. Ja, also für die Biologie zum Beispiel ist es nicht schwer, sich das vorzustellen. Was ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, ist, mich würde interessieren, wie sich Mathematik visualisieren lässt. Ja, mich auch. Ich komme aber nicht aus der Mathematik, deswegen fehlen mir in manchen Bereichen dann ein Stück weit die Beispiele. Also wenn jemand welche hat, kommt gerne nochmal zu mir. Ja, weil das in die Richtung noch ein bisschen mit Beispielen noch anzureichern, wäre auch noch auf der Agenda. Wenn wir also wieder zu diesem Bild noch zurückkehren, ja, wie fügt sich also das Studierende selber visualisieren können in diese Welt an der Uni, dann würde ich sagen, das Visualisieren eben als ein sehr mächtiges und vielfältiges Werkzeug eben für die Arbeit mit Wissen bereitzustellen, macht auf jeden Fall Sinn. Und unsere Aufgabe wäre dann eben, niederschwellige Lernangebote dafür zu schaffen und auch zu evaluieren und weiterzuentwickeln, sei es eben wie jetzt aktuell im außerkurrikularen Bereich oder vielleicht auch ja mit der Zeit ein Stück weit noch mehr in den Fächern. Vielen Dank.
Von mir auch ganz, ganz vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich muss ja auch gestehen, ich habe am Anfang auch nur so ein ganz komisches Verständnis gehabt von Visualisierung. Das wurde viel, viel klarer. Und ich habe auch deswegen angezeigt, weil wir haben viele Fragen, wie ich gehört habe, im Chat. Also gibt es da großes Interesse. Deswegen, Daniel, leg doch gleich mal los, bitte mit der ersten Frage. Ja, also es sind zwei Fragen, die sich ganz gut verbinden lassen. Also zu eurem konkreten Angebot. Erstens, ist das Angebot kostenlos? Und zweitens, wer kann eigentlich genau daran teilnehmen? Können auch externe, Lehrende oder beides zusammen teilnehmen oder ist das nur für Studierende? Ja, also aktuell ist das Angebot an der RWTH ein kostenloses Angebot für alle Studierenden der RWTH. Für die Lehrenden gibt es über die Weiterbildungsangebote eigene Trainings, die mache aber nicht ich. Also das ist jetzt wirklich eben, weil es auch einfach über die Förderung für die Studierenden ausgerichtet ist, eben ein Training an der RWTH für Studierende. Genau. Dann gibt es noch weitere Fragen, Daniel. Nee, es gibt aber ganz viele lobende Kommentare für den tollen Vortrag. Das ist gut. Und wie ist, da sehe ich auch eine Hand hier im Publikum, das Mikrofon ist schon unterwegs. Ja, vielen Dank. Wenn die Zeit noch da ist und dem Lob schließe ich mir sehr gerne an. Fand ich wirklich einen wunderbar visualisierten und präsentierten Vortrag. Ich habe eine Frage, vielleicht auch ein bisschen kreativ und offen. Sie hatten das Thema des Self-Monitorings mit angesprochen und meine Frage, die sofort bei mir aufploppte, ist, kann ich das eventuell auch irgendwie in ein Lernmanagementsystem integrieren, weil es sich als Aufgabentypus wunderbar anbieten würde. Ist aber sehr schwierig, weil es gibt nicht die eine richtige Antwort. Gibt es da schon Erfahrungen? Haben Sie da Ideen? Gibt es vielleicht ein Tool, was Sie empfehlen würden? Weil da würde es bei mir schon anfangen. Ne? Wie würde ich irgendwie ein Zeichentool integrieren in eine Moodle-Umgebung beispielsweise? Mhm. Vielleicht sind da Ideen, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall würde mich das sehr interessieren. Vielen Dank. Da habe ich tatsächlich keine gute Antwort drauf. Vielleicht gibt es da ja noch jemand anderen, der direkt eine Idee hat. Also gibt natürlich Tools, die irgendwie mit Räumlichkeit und Fläche ein bisschen arbeiten, also verschiedene Drag-and-Drop-Optionen über die ITest oder auch H5P, wo man ein bisschen selber was vorbauen kann, vielleicht zum Reinziehen. Aber so das wirklich freie, offene selber visualisieren kenne ich jetzt kenne ich jetzt aktuell noch nicht. Okay, aber wir können, das ist glaube ich gar nicht der Anspruch, alle Fragen hier beantworten zu können, sondern auch Impulse zu setzen, Ideen zu generieren. Es gibt eine weitere Frage, Daniel aus dem Chat bitte. Genau, und die, also es sind auch wieder zwei Fragen, aber zwei zusammenhängende. Wie viele Teilnehmende gab es bisher für eure Angebote und wie findet die Betreuung der Kurse statt? Also wer macht das, wie ist das quantitativ zu bewerten? Ja, also wir sind momentan bei, ich rechne mal kurz im Kopf zusammen, ich glaube wir hatten bisher 23 Teilnehmende, also es sind kleine Gruppen. Wir öffnen das Ganze immer für eine Anmeldung von 15 Personen und gerade jetzt nach Corona ist bei einem Präsenztraining das die Erfahrung dann aber immer, dass das dann nur so zur Hälfte besetzt wird. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass es dieses Ganztagestraining ist. Also das ist natürlich jetzt auch ein bisschen schwer in so einen Stundenplan unterzubringen. Also auch das ist ein Argument dafür, das nochmal ein bisschen zu entzerren. Das Training gebe ich selber. Genau. Vielen Dank. Und noch eine Anschlussfrage. Wird da mit bestimmten Tools gearbeitet? Hier kam im Chat gerade die konkrete Frage, ob Sie beispielsweise auch Erfahrungen mit OneNote haben oder was nutzen Sie da? Also von Medien her bin ich da eigentlich sehr offen. Also im Training selber sind wir komplett analog, einfach weil es unfassbar niederschwellig ist. Also jeder findet irgendwie Papier und Stift. Ich lege auch was bereit. Also man kommt an und überall liegen Papier und Stifte. Da kommt man nicht von weg an dem Tag. Ich mache das am Flipchart vor und die Studierenden zeichnen eben die ganze Zeit eben mit. Wer digital was mit ausprobieren möchte, kann das natürlich auch machen. Dann hätte ich noch eine allerletzte Frage. Wir haben ja heute schon den Beitrag von Thomas Herrmann gehört zur Verstetigung. Das ist ja immer auch so der rosa Elefant. Da haben wir ja auch diese ganzen Tierbilder von der KI generiert. Wie sieht es da bei euch aus mit Verstetigung? Ist das diese Projekt- oder hochschulinternen Mittel? Jedes Projekt hat ein Ende. Gibt es da Überlegungen, dass, oder ist es vielleicht schon zu früh, das irgendwie weiterzuführen? Genau, also wir sind ja wirklich noch sehr am Anfang mit dem Austesten. Also wir schauen natürlich nach einer Anschlussfinanzierung, das Ganze noch weiter auszutesten und natürlich auch gerne irgendwie, wenn es dann auch zum Beispiel Videos gibt, das auch an die Lehrenden weiterzugeben und dann vielleicht auch in die Fächer zu bringen. Genau. Okay, super. Vielen Dank. Nochmal einen ganz herzlichen Applaus für den spannenden Vortrag. Laura Platte. Dankeschön. Wir haben jetzt eine kurze Pause von 20 Minuten. Weiter geht es also um 15.50 Uhr hier auf der Bühne. Nehmt gerne ein Getränk. Bis gleich.